Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Microforge Modding Tutorial. Heute machen wir uns unsere eigenen Crafting-Rezepte, die recht einfach sind. Und es gibt davon verschiedene Methoden, Varianten von Crafting-Rezepten, auch Methoden. Ich zeige euch einfach mal zwei, die man sehr häufig braucht. Die anderen braucht man eigentlich gar nicht, deshalb lasse ich auch mal im Hintergrund. Nämlich einmal das ganz normale Rezept, wo man alles angeben kann, und einmal ein Shapeless-Rezept, wo man die Items auch überall hin tun kann. Zum Beispiel, wenn man einen Diamanten irgendwo ins Crafting-Rezept reinlegt, dass dann das rauskommt oder was auch immer. Gut, wir fangen erstmal mit dem normalen an, gehen hier unseren Init-Teil, ganz wichtig. Also wenn ihr das nicht so genannt habt, sondern so irgendwie so genannt habt, müsst ihr schauen, dass hier FML Initialization Event steht. Dann gehen wir hier rein und schreiben GameRegistry.addRecipe. Und dann wählen wir das untere aus, ist eigentlich egal, nur sonst meckert Eclipse ewig lang rum. Gut, als Output tun wir das raus, was, wenn man craftet, was rauskommen soll. Also, weiß ich nicht, wir machen jetzt zum Beispiel einfach mal einen Diamantblock. Dazu schreiben wir New Item Stack in Klammern. Und dann für Diamanten Blöcke müssen wir Blocks.DiamondBlock schreiben. Dann könnten wir noch die Anzahl, oder ich weiß nicht, wenn man craften, glaube ich, kann man das nicht machen. Also können wir das auch weglassen. Die Anzahl kann man nur beim... Doch beim Rauskommen kann man natürlich die Anzahl angeben. Und jetzt können wir hier die Anzahl, zum Beispiel 64 Diamantblöcke. Kann man nur leider nicht beim Rein... Also was man craftet, wenn man es reintut, kann man ja nicht anpassen, aber gut. Dann importieren wir den Item-Stack noch und dann passt das. Wenn wir jetzt hier aber keine Blöcke hernehmen wollen, dann können wir hier einfach statt diesen Blocks... Ich kopiere das mal raus... Können wir Items, ganz wichtig Items und nicht Item, Items. Zum Beispiel Diamant reintun. Und dann funktioniert das auch. Gut, ich nehme jetzt aber hier den Diamantblock her. Gut. Hier kommen jetzt die Sachen rein, die wir brauchen, um den Diamantblock zu craften. Dazu schreiben wir New Object. Richtig schreiben, dann eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Geschweifte Klammer. Doch, das ist geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer zu, dass es dann so aussieht. Dann sollte es auch erstmal keinen Fehler geben und gut. Dann machen wir ja Anführungszeichen oben, können eine neue Zeile gehen, können es auch alles in eine schreiben. Ich zeige euch das jetzt jedoch so, weil so finde ich es am einfachsten zu verstehen. Das ist jetzt unser Crafting-Rezept. Ich schreibe jetzt da einfach mal einen Buchstaben rein, nämlich GGG, GBG und GGG. Das muss man sich jetzt vorstellen, das ist ganz links oben im Crafting-Rezept, das ist genau die Mitte und das ist ganz rechts unten und so ist es halt verteilt. Wenn ihr natürlich nur das 2x2 haben möchtet, könnt ihr auch das weglassen und die untere Zeile weglassen. Habt ihr 2x2 das Crafting-Rezept und könnt es dann da angeben. Aber ich mache das jetzt einfach fürs große Crafting-Rezept. Gut, was bedeuten jetzt diese verschiedenen Zeichen oder Buchstaben? Mit diesen Buchstaben können wir anpassen, was wir craften, mit was das gecraftet werden soll. Das G können wir jetzt in der Art in einen Block oder Item umwandeln, mit dem das gecraftet werden soll. Jedoch, für jedes andere Item müsst ihr einen anderen Buchstaben hernehmen. Ihr dürft jedoch nur ein Zeichen dafür hernehmen. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Dazu schreiben wir nämlich jetzt hier Character.valueOf. Dann beim Hashtag Shift drücken und dann kommen da solche Anführungszeichen-Teile rein. Und dann schreiben wir den Buchstaben, den wir hier als erstes zum Beispiel geschrieben haben. Können aber natürlich auch einen anderen hernehmen, aber wir müssen auf jeden Fall alle angeben. Außer Luft. Die können wir einfach freilassen, da müssen wir jetzt nicht irgendwie noch was angeben. Dann wird es einfach nicht, ja, nicht hergenommen. Wenn wir jetzt hier ein G reinschreiben und dann machen wir hier hinter ein Komma, ganz wichtig, ein Komma, kein Semikolon. Und dann schreiben wir das, was da rein soll. In unserem Fall machen wir einfach mal Blocks. Was können wir da machen? Goldblock. Gut, dann machen wir wieder ein Komma, gehen in eine nächste Zeile. Wir können es natürlich auch alles in eine Zeile reinschreiben, nur ich mache es jetzt in der nächsten Zeile. Jetzt fehlt noch das B. Das können wir jetzt entweder freilassen, dann schreiben wir gar nichts rein. Jedoch möchte ich das durch ein Item ersetzen. Also nicht ersetzen, sondern dass man das damit craften soll. Nämlich Value of B habe ich das genannt. Und das ersetzen wir durch das Item Items.Diamond. Gut, dann haben wir jetzt ein Crafting-Rezept, dass man, wenn man überall außenrum Goldblöcke und in die Mitte einen Diamanten legt, dass dann ein Stack Diablöcke rauskommen. Gut, das könnt ihr jetzt natürlich auch alles umändern, ihr könnt in jeden einzelnen Slot was reintun und dann müsst ihr halt immer hier noch weitermachen. Und hier könnt ihr übrigens auch ein Komma einsetzen, müssen wir aber nicht. Nur falls sich wer fragt. Gut.
Das war's dann mit diesem einen Rezept, wo man wirklich alles angeben kann. Jetzt können wir noch ein Rezept machen, das ist recht einfach. Dazu schreiben wir einfach game registry.add shapeless. Shapeless Recipe. Nicht diese Shape, das ist für was anderes da. Nämlich diese Shapeless Recipe. Gut, dann müssen wir wieder den Item Stack angeben. Also das, was rauskommen soll, Item Stack. Da können wir jetzt einfach mal items.diamond, Komma. Ich nehme hier ein Komma. Oh man. Boah, manchmal ist Eclipse ein bisschen nervig. Ach komm! Oh. Also manchmal spackt Eclipse gerade ein bisschen rum. Diamond, komm. Mann! Boah. Sorry. Manchmal ist Eclipse einfach für den Arsch. Hier machen wir natürlich ein Komma rein, dann geben wir an, wie viel Anzahl. Ich mache jetzt einmal 2. Dann hier, dann da ein Komma. Und dann können wir hier mal einfach mal zumachen und den Kohle hinterschreiben. Hier kommt jetzt die Item Stacks rein. Das ist ein bisschen anders, die reingelegt werden müssen. In dem Fall, ich mache einfach mal 2 Item Stacks, nämlich einfach New Item Stack. Dann gehen wir an, welchen Item Stack. Dann können wir jetzt einmal Blocks.Dirt hernehmen. Und wenn man jetzt nochmal sehen, Mikro, können wir natürlich auch. Ne, Anzahl bringt ja nichts anzugeben. Aber wir können da auch theoretisch Metadaten übergeben, aber das mache ich mal nicht. Dann gehen wir noch einfach einen zweiten an. Wenn wir jetzt nur das angegeben haben, können wir irgendwo ins Crafting-Rezept Dirt reinlegen und es kommt ein Diamant raus. Beziehungsweise in unserem Fall 2. Wenn ich jetzt noch einen angebe, dann müssen wir diese beiden Materialien irgendwo ins Crafting-Feld reinlegen und dann kommen 2 Diamanten raus. Ich nehme jetzt hier einfach ein Items. Was gibt es denn jetzt noch so? Mann, jetzt fällt mir nichts ein. Wir nehmen items.kompass einfach. Nein, ich wollte einen Kompass. Dann ist das hier somit fertig. Und die kommen hier alle in den Innenteil. Ihr könnt natürlich theoretisch auch euch, wenn ihr wollt, eine neue Methode anstellen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Nämlich hier einfach machen wir einen Kommentar. Crafting Rezepte. Dann machen wir Public. Beziehungsweise können sie auch Private machen. Weil die muss ja nur von dieser Klasse aufgerufen werden. Private Void. Und dann zum Beispiel Crafting übergeben werden muss nichts. Und dann machen wir so eine geschweifte Klammer auf. Dann können wir uns hier alles, was hier drin steht, rauskopieren und hier reinfügen. Und dann machen wir, schreiben einfach in diesen Innenteil einfach Crafting rein. Gut. Dann wird das hier auch ausgelesen. Haben jetzt hier eine neue Methode. Muss man natürlich nicht machen, aber ist vielleicht übersichtlicher. Theoretisch könnten wir es auch in eine eigene Klasse reintun. Aber das könnt ihr selbst machen, weil ein bisschen Java-Vorkenntnisse solltet ihr natürlich haben. Sonst schaut euch einfach mal ein bisschen so mit Java um. So, nun sind wir hier in Minecraft. Ich habe es mal gestartet. Das wird wahrscheinlich ein bisschen sehr lange gedauert bei mir mit der Aufnahme. Gut. Ich habe jetzt schon mal uns die ganzen Materialien, die wir brauchen, zusammengesucht. Und wir stellen jetzt einfach mal hier so ein Crafting Table auf. Und wir machen das erste Rezept, nämlich außenrum Goldblöcke und in der Mitte einen Diamanten. Und nun bekommen wir einen ganzen Stack Dia-Blöcke raus. Die können wir jetzt rausnehmen und haben einen ganzen Stack Dia-Blöcke. Yippie. So, das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Dann werfe ich auch mal das weg. Falsche Taste. Gut. What? What? Warum haben wir das nochmal im Inventar? Ich habe es einfach dupliziert, lol. Naja, anscheinend irgendein 1.8-Bug, den ich nicht kenne. Naja, kann es auch egal sein. Lol, wir haben es aber schon wieder. Erstmal hier so ein Bug gefunden. Ist wahrscheinlich schon irgendwie 100 Mal gefunden worden, aber mir ist er gerade neu. Gut, wenn wir jetzt hier einen Kompass und irgendein Dirt reinlegen, können wir 2 Diamanten raus. Können die irgendwo hinlegen, können die da, da. Können natürlich auch in unserem, wenn wir in Game Mode 0 gehen. Betten, na, doch sogar an. Jetzt hier und hier, dann kommen wir auch Diamanten raus und haben jetzt nochmal Diamanten. Yeah. Und wenn wir das wieder wegwerfen, ich muss den Bug einfach nur ausprobieren. Na, jetzt hat er nicht funktioniert. Komischer Bug. Jetzt geht er nicht mehr. Na, egal.
Auf jeden Fall war es gerade irgendwie ein bisschen merkwürdig. Na gut, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und ja, ciao.